So, hallo zur letzten Folge für diese Aufnahmesession. Ja, ich bin auf fleißiger Rehjagd immer noch. Ich habe inzwischen noch mal 3 gefangen. Gefangen, sucht er. Ja, mit den Händen. Mit dem Knüppelhalb. Hey, Kuckuck. Aber so kriegt man wenigstens die Karte auch aufgedeckt. Muss man ja auch mal so sehen. Ja. Nennt man Hirsche. Eigentlich sind es ja Rehe. Hirsche sind ja nur Geweih, ne? Hirsche und Geweih. Da ist der gespannt. Oh, ein Sklett. Oh, ein Sklett. Ja, wenn du 5 Knochen zusammen hast, kannst du dir den Umhang aufbauen. Danke, Alia. Ich wollte gerade anvisieren, da hat es nicht gut. Ah, okay, ich dachte, jetzt mir schon geholfen. Dann kein Danke. Oh, was ist das denn hier? So ein nebliger Boden. Aha. Boah, ist das an Stürmen, leck mir am Arsch, ey. Da schickt man doch keine Rehe mehr raus. Ich wette, die Züchter schicken gar nicht mehr raus. Und ich finde gar keine mehr. Wir müssen aufpassen, wo wir hinrennen. Nicht, dass wir in gefährliche Zone rennen. Es wird jetzt Nacht. Aber ich schon längst dort, wo die Rehe sind. Ah, die, au! Die Skelette sind da, ist gefährlich. Ah, dunkler Wald! Ja, genau. Ja, ihr seid nah dran. Bei dem Weder, bei derer Sicht, sehr mutig. Oh! Ein A. Papa, lauf. Oh. Lauf. Was kommt denn? Da ist aber mein Vogel. Meint der Wetter jetzt sagen, sie sind zu weit gegangen. Ich habe irgendeinen Schamanen haben wir hinter uns. Kann der was? Er ist nicht gut. Er ist böse. Aua. Also der kann was. Ja, der spawnt mehr Gegner. Okay. Ja, du bringst mir eine Nachricht. Weißt du, was mich deine Nachricht gerade interessiert? Damit du nur sagst, dass hinter dir ein Böser ist. Genau, sei gegrüßt, Krieger. Weißt du, was du mich kannst, sei gegrüßt, Krieger. Lass mich laufen. Willkommen. Nerv dich, Rabe. Ah, da ist Mattes. Alea ist irgendwo hinter mir noch. Laufen wir nochmal zurück. Vielleicht können wir noch helfen. Ist doch tot, oder was? Ach, da ist er doch. Wir rennen gerade weg zu euch. Dreh um, dieser Ort ist gefährlich. Haha! Jetzt. Sehr lustig. Du hast dich in den dunklen Wald begeben. Dieser Ort kann für alle, die nicht vorbereitet sind, äußerst tödlich sein. Stelle deine Wert unter Beweis, indem du Aixir tötest. Ben? Okay, mal gucken. Alter, ich bin fast tot. Und was, ich ziehe irgendeine grüne und ich bin tot. Na, super. Dachte, es sollte hier nicht sein. Ah, dafür kriege ich die Nachricht, du bist wieder trocken. Alea, lauf. Aber warum sagt er denn, ich bin wieder trocken, wenn ich tot bin? Wir brauchen andere Sachen dafür. Dafür brauchen wir erst den Boss. Für die Gegner. Vor allem in der Nacht sind die noch schlimmer. Aufstehen, du bist doch nicht fertig, Krieger. Jedes Mal, wenn du niedergestreckt wirst, versiehst du einen kleinen Teil deiner Fähigkeiten. Du lässt deinen Besitz fallen. Okay. An dem Ort, an dem dich der Tod umarmt hat. Wenn du dir inzwischen wünschst, solltest wieder zu Hause zu sein, dann empfehle ich dir doch, dein Bett zu bauen, wo auch immer du dich nun zu Hause fühlst. Ach ja, ich muss den Raben ja noch tschö sagen. Ah ne, der ist schon weg. Tschö, Rabe. Schade, und ich hatte schon 80 Ausdauer. Wo ist denn jetzt mein Loot? Ich meine, wo finde ich den? Auf der Karte, denke ich mal. Vielleicht mit einem Totenkopf oder irgendwas. Kann ich dich lieber Herbert fragen? Frag Herbert.
Alter, der hat sich gefühlt vor mich teleportiert. Mhm. Was, das kann der? Nein, also so schlimm ist er jetzt auch nicht. Hier liegt er leer. Ja, lass ihn der Stein da stehen. Ja, wo ist mein Stein? Ah, ja, da, da, auf da. Der Karte. Da ist mein Stein. Jetzt sehe ich ihn auf der Karte. Was macht man denn mit einem Hackklotz? Hacken. Ja, das ist doch das, was ich hab. Das ist das Upgrade für die Werkbank. Und dann brauchen noch diese Gerbstelle. Das ist einfach nur, damit du deine Waffen und alles später noch höher upgraden kannst. Okay, da kann ich jetzt aber nicht hinterher. Ja, hier sind aber jede Menge Gegner. PvP-Schaden aktiviert stand da gerade. Was? Bei mir. Ja, da hast du bis ankommen. Da gibt es eine Tastenkombination. Mathis, ich könnte starke Hilfe. Ich brauche nur mein Loot zu holen. Gehst du ins Invi? Ja, wir sollten erst schlafen gehen. Achso, auf der Werkbankkasse. Dann sind die meisten weg von denen. Ja, dann gehen wir schlafen. Ich bin schon da. Lea. Ja, komm. Ich kann nicht laufen. Und wir müssen gucken, dass auf dem Haus ein Dach kommt, weil der Regen zum Beispiel die Struktur sehr stark beeinflusst, ja. Aber wir haben doch eh, oder? Haben wir da nicht? Achso, da bin ich draußen. Ja, in dem anderen Teil fehlt noch. Die Wände stehen Dach. Alles, fehlt nur das Dach. Ja, aber die verlieren halt, ne? Haltbarkeit. Stabilität, kann man das nicht reparieren? Doch, kannst du reparieren, aber dann reparierst du ständig. Naja, da war ja mal so. Ah, das heißt, wow. Dafür ein Einbruch. Okay, okay. Wir brauchen Hilfe. Was denn? Ja, ich sagte doch, wir haben Gegner im Schlepptau. Einer ist noch übrig. Ich habe keine Waffen, also von daher, ich kann nichts machen. Wer denn? War leer. Das ist keine Ausdauer. Jetzt wird's eh wieder Tag. Wir müssen Dings fangen, Vögel jagen, dass wir Federn kriegen. Wo rennt er hin? Der rennt wieder zurück zum Dunkelwald. Na, da kommt er doch. Achtung. Kommt er wieder? Da hin? Na. Den machen wir. Komm. Ich krieg jetzt Mattes Gleitschutz. Spannend. Spinnt der? Gewichter? Mit dem Pfeil komme ich nicht zurecht. Max, du hast nicht mehr viel Lebensenergie, ne? Ja, ich komme nicht zurecht Essen mit den Pfeilen. Das ist das Problem. Was ist denn jetzt mit meinem Loot? Wieso kann ich nichts mehr essen? Ja, ich muss nur eben was zu essen holen. Achso. Jetzt muss ich 6 Minuten warten, dass ich was essen kann, oder wie? Ja. Nö. Naja, ich hab gesagt, du hast was gegessen. Na, Lea. Hi. Machst du einen auf Wikingerfrau? Das Essen halt dich auch über Zeit. Bist du Brunhilde? Ja, genau. Tag. Aber du kannst immer wieder essen, um die Zeit wieder hochzusetzen. Nee, er sagt mir, es geht Lumpa, nicht. Dicke Riedung. Weil wenn ich was ist, sagt er, jetzt geht was. Das ist nicht gegangen. Doktor, du kannst nicht mehr essen. Wahrscheinlich muss man ein bisschen warten. So geht es mit den Pfeilen, das ist voll kompliziert, das geht irgendwie nicht gescheit. Das ist reine Übungssache mit den Pfeilen. Naja, sicher. Ja, wo müssen wir denn hin, Ronny? Richtung Osten. Papa, renn doch einfach vor. Ja, ich renn vor. Oh lol. Gegen den Baumstamm. Müssen auch noch Federn sammeln, damit wir die besseren Pfeile herstellen können. Also tagsüber ist im Dunkelwald weniger los. Oh, hier ist irgendwie
Das Ding ist halt auch echt, wir sind da reingekommen und sofort waren 20 Gegner um uns herum. Ja, weil es Nacht war. Das ist normal in dem Wald dann. Also dafür lohnt sich die Pfeile nicht für die Kleinen. Ich dachte gerade, Papa, spielst du Dennis oder was? Ja, sah ein bisschen danach aus, ne? Was sind eigentlich diese komischen Geräusche da? Das sind diese Viecher? Anderen Viecher. Da fährst du mit Viech. So, hier müsste eigentlich irgendwo, müsst du in der Nähe meinen Grabstein finden. Ja, da hinten sich auf jeden Fall wieder ein Gegner. Ah, da ist er, Thorin. Nix. Das ist auch. Müsste so, ich hab alles. So, was fehlt dir denn jetzt noch an Ausrüstung? Ich brauch noch. Achtung, hinter euch ein Grünteil. Muss ich jetzt mein Ding wieder anziehen? Ja. Mir fehlt noch dreimal Leder. Ja, ich hab noch 7 dabei. So, jetzt rennt's nicht mehr in die Basis rein. Ich hab das doch fertig gebaut. Sehr schön. Ja. So vielleicht da halt gefahren. Oh, da hätte ich gerne. Also gut, also du gibst mir dein Leder, oder? Ja, kann ich machen. Also ich habe 3 Lederreste. Lederreste brauchst du nur für den Bogen. Ja, den hat ja Lederreste habe ich 8. Die reichen dafür. Ja, die reichen. Achso, ja, nee, die Hirschfelle brauchst du auch. Die Hirschfelle brauche ich noch, deswegen. Ja. Wie viele ja, hast du? Wie viel fehlen dir denn? Also ich habe jetzt 6. Mir fehlt also keiner. Okay. Hey, du brauchst die komplette Rüstung, ne? Ach so, 6 pro. Ich dachte 6 ja, für ja, komplette. Nee, 6 Teil. Pro. Ja, dann müssen 6, wir weiter. Du hast 18 Stück brauchst du. Dann müssen wir weiter suchen. Wie gesagt, ich habe noch 8 Stück, ne? Naja, aber das nützt ja nichts. 8, das reicht dann. Ich brauche 3, Alea braucht aber noch 12. Das heißt, wir brauchen 15. Ja, 8 habe ich ja. Ja, aber keine 15 halt. Das war von Max. Max sagt gar nichts, was er braucht. Bitte was? Für Ausrüstung. Waffen. Ich hab meinen Bogen, den kann ich nicht, weil ich jetzt dumm bin. Und sonst habe ich meine Angst. Ja, den Bogen solltest du auf jeden Fall für den Boss haben, weil im Nahkampf mit dem Boss wird dann nichts. Nein, ich hab Bogen und 100 Pfeile, ne? Aber ah, irgendwie da steht noch so ein Runenstein. Ich glaube, den Boss müssen wir sowieso mehrmals machen. So? Ja, es gibt ja, ja auch das, 2 Schreine. Nee, den kannst du immer am gleichen Schrein machen. Halte also? Inne, Reisender. Du bist warum in der letzten gesetzlos ja, in den 10 Welten angekommen. Walheim ist die Luft rein, das Wasser tief und klar und die Wälder quellen über vor Reichtum. Hier gibt es Abenteuer, Freunde, Freude und Ruhm zum Mitnehmen. Ruhm zum Mitnehmen? Ruhm zum Mitnehmen, sagt er also, hier. Da, wenn er das Teil gedroppt hat, dann kann das jeder einmal aufheben, damit er die Dings lernen kann, die Rezepte dafür. Aber zum Herstellen wirst du mehr als einen davon brauchen dann. Ja. Also wenn du alleine spielst, reicht dir einer? Ja klar, natürlich, ja. Na, aber wenn du mit mehr Leuten spielst, brauchen wir dann mehrmals. Ich muss Vögel haben. Papa, komm mal her. Wasser. Was denn? Ja, ob pass auf, da ist so ein... Aua! Wird von irgendwas... Ah, ich brauche Hilfe! Ja, ich kann nicht weg. Nicht gehen. Aber jetzt.
gerade einen Grünzwerg erledigt. Ist erledigt. Also. Ja, was ist denn? Komm mal mit. Das ist dahin. Okay, tschüss. Hier vorne liegt Holz, das kann ich nicht aufnehmen. Hab ich. Da hinten waren noch Himbeeren. Also 11 Hirsch habe ich jetzt. Okay, gut. Aber ich will Vögel haben. Also mich nur Vögel. Fehlen also nur zwei, aber ja, ich finde irgendwie keine. Federn für bessere Pfeile. Also wie gehe ich zum Wasser? Am Wasser sind Möwen. Hm. Ah, Möwen? Ah ne, hier ist auch Dunkelwald, sehe ich gerade. Ich drehe mal um. Oder wie Max es so schön sagen würde, ah, Dunkelwald. Was heißt jetzt das wieder? Nix, dass du das sagen würdest, wenn nicht. Ja, die Musik ändert sich dann auch. Daran merkt man, dass man im Dunkelwald ankommt. Kann man dann nicht sagen, zwar Dunkelwald? Nee, das würdest du aber nicht sagen. Du würdest ja ah, Dunkelwald sagen. Okay. Oh, was will denn das Skelett jetzt hier? Brauchst du mal ab? Wie viel Miet bin? Oh, ein Berg. Weg mit dir. Merken wir daran, an einem Berg gibt es viel Steine. Die hüpfen also so schön, Löwen die Steine. Das ist auch nicht so am einfachsten, ey. Ah. Oh, ein ganzes Dorf. Cool. Ein ganzes Dorf, cool. Ja, hier ist ein alter Aussichtsturm. Und ein paar Häuser, die so halb im Boden vergraben sind. Oh, und da hinten ist, Man kann sich solche Sachen auch wieder herrichten, ne? Oh, dazu sind die ja auch da. Also man kann die wieder aufbauen. Soll ich das Wildschwein töten? Ah, da gibt's ja ein Bett drin sogar. Wir brauchen ja. Also falls einer irgendwie an Federn kommt, wäre das nicht schlecht. Klingt die Vögel wieder nicht. Das ist echt cool, dass ich das mit einem was mit ist einem das Schuss denn? Töten kann. Ah, Papa, das sind komm mal auch her, ich hab Frag wieder zu viel. Da sind Skelette drin in dem Haus. Ja, da solltest du aufpassen. Mehrere. Ja, mehrere. Die können auch mit Pfeil und Bogen schießen, deswegen okay. Will ich aufpassen. Also davon fernbleiben, Alea. Aber davor ist ein Rabe. Ja, wahrscheinlich, um mitzuteilen, dass wir uns davon fernbleiben sollen. Deswegen steht er auch direkt davor, weißt du? Ah, ich hab Hirsche! Ich glaube, das lacht mich gerade aus. Das Huhn? Ja, habe ich den Eindruck. Das hat so gemacht. Hing. Mhm. Klingt ein bisschen wie Auslachen, für den nicht auch? Nein. Du findest es auch. Ach, hier ist noch ein Dorf. Ey, ich finde das landschaftlich. Oh, wieder ein Wachposten. Mein Gott, ne, jedes Mal, wenn der Vogel landet, dann haut er wieder ab, bevor ich abdrücken kann. Schwein. Das ist Hugi, den darfst du auch nicht töten. Nee, den töte ich auch nicht. Ich töte Möwen. Ich töte Möwen. Man merkt, dass du keine Freundin hast, sonst würdest du die Möwen lieben. Nee, ich brauch die Federn. So, ich hab noch einen Hirsch erwischt. Fehlt noch einer.
schön hier. Oh, super, ist gerade jetzt der Knüppel kaputt. Nur musst du einen Leichen machen. Ist ja kein Problem, oder? Ja, ich hab Wildschwein. Da muss ich in den unbewaffneten Combat. Ich hab Wildschwein. So. Das ist nochmal ein Schluck Kubi. Ist wie also ich hab jetzt 16 Krankheitsfälle. Ich hab Wildschwein. Ah, jetzt will ich den unbewaffneten Combat anläffeln. Hinter dir! Ja, ich habe wieder keine Energie. Okay, 17 Hirschfälle. Am Grünling. Ja, super, kommt von rechts das Wildschwein. Ist jetzt wieder Nacht oder was ist so los? So, jetzt kann ich mir eine neue Keule machen, so. Auf 8. Da ist irgendwo ein Hirsch, hörst du? Oh, hier ist noch eine Säule. Ein voller Bauch, ein volles Segel, das Gewicht eines Speers in der Hand und ein Lied auf den Lippen. Lass alle Berge zerbröckeln und die Meere kochen zu Salz. Ein Tag in der Sonne ist ein gutes gut gelebtes Leben. Das hat aber nicht ganz so ein richtiger Spruch. Oh, hier ist Schnee. Nicht hingehen. Schnee ist ganz gefährlich. Schnee ist böse. Schnee ist böse. Der Hirsch läuft aber rein. Schnee kriegst du extrem viel Schaden. Das überlebst du wahrscheinlich nicht. Und Wölfe. Und Tod. Und... Also das ist so als allerletzte, so sehr... sehr spätes Biom. Da ist noch ein Hirsch. Mit Geweih. Scheiße, ein einer Hirsch. Oh, da ist ein Wegschild. Naja, Wasser kann man wenigstens gut Vögel farmen. Verfolgt die Möwe, bis sie sich hinsetzt. Alea, ich brauch dich. Ich hab ihn fast. Ja, ich seh ihn ja nicht. Mach schon wieder so ein blöder Gräuling. Die kommt immer dann, wenn man gerade jagt, habe ich das Gefühl. Ich nehme den Gräuling. Ah, noch ein Schlag. Hat der Hirsch seine beste Zeit gehabt. Nicht in den Schnee reinlaufen, Hirsch. Gebirge. Oh. Wölfe. Hab's dir gesagt. Jetzt wirst du sterben. Nein, ich kann schnell laufen. Du bist gestorben. Alea, lauf. Ach du Scheiße. Zwei Bisse und du bist tot. Ja, ich sag's euch doch. Ja, aber da war der Hirsch. Der war fast tot, es war nur ein Schlag und ich hab noch gekriegt und dann stehen vor mir auf einmal zwei Wölfe. Die übertreiben ja richtig. Das war total herb. Wer hat den Wald denn hier gebaut? Ich? Bist du etwa ein Waldkrieger? Ich bin dabei, dass ich da die... Hast du gesagt Wald oder Wall? Ich spiel noch Wallheim. Genau, ich spiel noch Wallheim. Wallheim eben. Ich bin dabei, warum sind jetzt auf der Karte zwei Totenschädel? Ich hab den einen noch aufgehoben. Wenn du den einen immer wieder wegmachen, dann. Ah, okay. Sonst läufst du zu dem falschen hin. Kannst du ganz einfach mit dem Rechtsklick darauf machen. Ah, okay. Warte. Ah ja, cool.